3, 2, 1. Ein Moment. Test, Test. Okay. 3, 2, 1. Hallo Leute, hier ist wieder euer Garthold. Willkommen zurück zu Let's Play A Legend of Zelda, A Link to the Past. Wir stehen hier vor dem letzten Boss und ich weiß endlich, wie man ihn niedermäht. Ich hab's lustigerweise schon einmal fast die richtige Lösung gehabt. Also unbemerkt. Wir müssen zu unserer guten, dicken Fee. Ach ja, übrigens, ich hab kurz offscreen mir noch die drei Feen geholt und wieder ein Zauberelixier und mich ein bisschen aufgeladen. Einfach nur, das muss ich jetzt nicht unbedingt in der Aufnahme machen. So, wir können sie ansprechen. Brunnen der Wunder, wirf etwas hinein. Ja, wir werfen nämlich unseren Bogen hinein. So, und dieses Mal sagen wir gleich ja. Ich habe das letzte Mal nur so aus Spaß immer einfach nein gedrückt. Da gibt sie uns einfach nicht. Hast du das hineingeworfen? Ja. Das gefällt mir, mein Junge. Du bist so ein schönes Kerlchen. Vor allem deine Ehrlichkeit. Du musst belohnt werden. Nimm diese Silberpfeile. Du wirst sie brauchen, um Ganon zu bezwingen. Das weiß ich jetzt so. Das ist immer so. Wie ich aussehe, ich war früher wirklich schön. Aber heute hatte ich noch... Ja, da... Ihr weißt schon, ich hab halt ein bisschen abgenommen jetzt gerade. Und das sieht halt nicht so schön aus. Ganon hat mich verunstaltet. Ja, hat er, glaube ich. Um meinen Willen zu brechen. Deshalb vernichte ihn. Mach dieses Arschloch platt. Ah, die Silberpfeile. Mit denen gibst du Ganon den Rest. Ja, das war das, was uns gefehlt hat. Wir haben jetzt Silberpfeile. Die sind ein bisschen stärker und machen Schaden. Wie sie es für Pfeile gehört. Aha. Ich könnte sie alle verschießen. Dann hätte ich keine Pfeile mehr. So, das erste, was wir ausrüsten müssen, ist logischerweise die Lampe. So, und Zeit für den letzten finalen Bosskampf. Unter den Bosskämpfen. Ja, das war die falsche Taste. Jetzt stehe ich ein bisschen in ihm drin. Ja, Triforce, Herrscher, das kennen wir alles schon. Immer schön drauf. Scheiß auf den Schaden. Mein Gott. Ist egal, ich habe drei Feen. Das hier ist der letzte Bosskampf. Hoffe ich. Nein, ich weiß, dass es der letzte ist. Fee! So. Ich hoffe, ich habe die zweite Phase einfach mal übersprungen gekonnt. Also. Ja, ich bin ja jetzt drin. Sieht aber gut aus. So. Drei Hits bekommen wir für diese Dings rein. Mittlerweile ist das alles ein bisschen routiniert. Ich weiß gar nicht, ob das was bringt, ihn jetzt noch zu schlagen, weil nach vier hört er sowieso auf, aber so. Also nachdem vier Kanten runtergebrochen sind. Aber gut, ich mach's trotzdem. Weil ich's kann. Es geht. Auch zu teleportieren. Das war Fee Nummer 2. Ich habe übrigens keine Heiltränke dabei. Muss man dazu sagen noch. Ich habe nur einen Mana-Trank dabei. Aber egal. Ich habe auch kein Geld für einen Heiltrank. Ich bin arm. Komm her. Ich muss erst wieder Büsche zerschneiden. Ganz schön tapfer, ja. Ich mag dich, Junge. Komm her. Au. So. Und jetzt können wir Ganon, wenn wir ihn treffen würden, können wir Ganon hier reinschießen und BAM! Glaube ich noch einmal? Nein.
So. Und, falsch. Falsche Reihenfolge. So, das jetzt. Och, Rob, das ist nicht dein Ernst, Gern. Komm her. So, Waffe wechseln und bam, bam. Blöd, scannen. Au. Hab ich noch eine Fee? Ja, eine habe ich noch. Gut. So. Nein. Bleib hier. Da explodiert er. Way. Auf. Ja, wie alle Bosse. Sogar in die Mitte gestellt. Ich hebe mein Schwert in die Luft. Hey, cool, Ausgang. Wo kommt der her? Dreiecke. Sei willkommen, Gott. Ich bin das Wesen des Triforce. Die goldene Macht. Hey, ich hab's nicht vergessen. Das Triforce wird dem Wesen alle Wünsche erfüllen, welches es berührt. Okay. Handelt es sich dabei um jemanden mit reinem Herzen, werden gute Wünsche wahr. Handelt es sich aber um jemanden mit dunkler Seele, werden böse Wünsche wahr. Wer denkt sich diese Regeln eigentlich aus? Je stärker der Wunsch, umso mächtiger die Erfüllung dieses Wunsches durch das Triforce. Ganon wollte die Welt erobern. So wurde aus dem goldenen Land die Schattenwelt. Hier konnte Ganon seine Macht vergrößern und mit dem Ziel, auch Hyrule zu erobern. Auch mit dem Ziel, genau. Doch du hast Ganon besiegt, seine unheilvolle Macht und die Schattenwelt verschwanden. Das Triforce ist bereit für sein neuen Gebiet, für seinen neuen Gebieter. Halte diese Macht in deinen Händen. Berühre das Triforce mit deinem seligsten Wunsch in deinem Herzen. Und deiner komischen, seltsamen rot-grün-lila Rüstung und den pinken Haaren. Und dem nicht spiegelnden Spiegelschild. Jetzt habe ich ein Paint-Dreieck. Die Rückkehr des Königs, Schloss Hyrule! Yay! Ah! Und da sind sie alle, die Frauen, Typen, die ich nie kennengelernt habe, weil die überhaupt nicht vorkamen, und ein König. Und natürlich, Zelda. Der gute Priester, die Kathedrale, der aus irgendeinem Grund wieder am Leben ist. Ich meine, er ist tot und wurde wegteleportiert. Sarasalas Heimat. Hey, die Brüder, die sich nicht mögen, die Oma und die Ente. Hallo, Ente. Die Geier in der Wüste. Unwichtige Nebencharaktere aufzeigen und damit man glaubt, sie sind da. Und hey, guck mal da, der komische Dieb. Warum auch immer er da ist. Der Bergpalast. Der Ball und sein Freund. Oh, so sehen sie in der Lichtwelt aus. Ich wusste, warum man sie eigentlich immer nur treten wollte. Dein Onkel ist genesen. Dein Zuhause. Ja, der Onkel war nicht tot. Das glaubt keiner, aber er ist nicht tot gewesen. Und er hat ein gabliges Schwert. Flossen zu verkaufen. Zora Wasserfälle. Ja, mit seinen überhöhten Preisen von, keine Ahnung, 500 Rubinen war es? 400? Und er guckt immer noch so dämlich. Die Hexe und ihr Schüler. Der Magieshop. Ja, Drogenladen. Wie sie es gehört. In jedem guten Spiel benötigt es einen Händler, der Drogen verkauft. Die zwei Holzfäller, die Holzfällerhütte.
Mann, haben die große Münder, fällt mir jetzt erst auf. Denn ihre Münder gehen bis zu den Ohren. Der Junge spielt Flöte, die Waldlichtung. Und er ist kein Baum mehr und der Opa ist wach, glaube ich. Und da waren rosa Kaninchen. Brunnen der Wunder, die Königin der Feen. Ja, sie ist eine Königin. Da, das ist eine Königin. Sieht aus wie eine Königin, ist eine Königin. Die wackeren Schmiede, yeah. Klopf das Baguette kaputt. Die Dorfbewohner, hier waren wir schon. Du bist dämlich, du. Genau du. Ich zeig gerade mit dem Finger auf dich. Oma mit Hühnchen und sonst was. Ja. Und der Typ, hey, wo hat der das Fangnetz her? Gut. Das wird jetzt doch, glaube ich, noch eine Weile gehen, so. Legend of Zelda Link to the Past. Eins der schönsten NES-Spiele, die es gibt, kann ich nur empfehlen, ein Rückwald, alter Mann. Extrem schön gemacht, sehr viele Ideen, sehr ideereich. Es gibt überall was zu entdecken, überall gibt es kleine Gimmicks, die einfach das Spiel schöner machen, die die Welt auch wieder rund machen. Und das Master-Schwert ruht wieder, für immer. Super! Jetzt hat er es wieder zurückgesteckt, der Vollidiot. Okay. Egal, ich hab noch meinen Bogen. Ja. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Eins der schönsten auch Nintendo-Games, also oder halt allgemein Zelda ist eine der besten Nintendo-Spielereien, die je rausgekommen sind. Ja, und wir hier laufen jetzt mal die Credits noch ein bisschen durch. Mir hat's Spaß gemacht, ich hatte unglaublich viel Spaß, auch wenn ich irgendwie, glaube ich, 50 Parts oder 60 Parts gebraucht habe, so ungefähr, so Pi mal Daumen, ich habe aufgehört zu zählen, was eigentlich schon echt erbärmlich ist, weil das Spiel eigentlich nicht so lange ist, wie es vielleicht den Anschein hatte damit, aber ist nicht schlimm, finde ich. Ich hatte meinen Spaß, ich denke, ihr hattet auch Spaß, ja. Ich bin froh, dass ich es jetzt endlich abgeschlossen habe. Denn, ja, allgemein, es gab so ein paar Bosse, die einen so richtig abgefuckt haben. Was mir halt nicht so gefallen hat, ist, also, was halt eben so allgemein halt aufgefallen ist, negativ, sind halt zum Beispiel, es gab eigentlich nur eine Stelle, wo halt eben ein Gamebreaker drin war. Also, dieses Mal sogar zwei, wenn man gerne mit einrechnet noch. Halt die Sache, wo, wenn man das Item nicht hat oder nicht gefunden hat, dass man halt einfach nicht weiterkommt. Es ist kein richtiger Gamebreaker, weil man aus der Situation herauskommen konnte mit dem Spiegel, mit Hilfe des Spiegels, beziehungsweise halt eben ins Loch stürzen und damit man wieder die Chance hatte, den Gegenstand zu finden, ohne zu sterben. Insofern kein richtiger Gamebreaker, aber trotzdem eine Unschönheit, die nicht sein hätte müssen, sondern dass da eben halt der Eisstab an einer völlig optionalen Stelle gefunden worden ist, die man so im normalen Spiel nicht betritt. Sondern man halt eben vorher noch die Bomben dafür brauchte und ähnliches. Aber gut. Das ist halt damals so die Spielentwicklung gewesen und mein Gott, so schlimm war es jetzt auch nicht. Ich meine, ich hatte das Ding gefunden und ich hatte ein Item vergessen. Ich weiß so, glaube ich, sogar mittlerweile wieder, wo es war, aber ganz ehrlich, das Ding ist so scheiße gewesen, das muss man eigentlich nicht holen. Deshalb, ja, ich bin durch Illustraten oder Illustrationen. Hier dreht sich noch ein bisschen das Triforce herum. Ich habe mein Gamepad nebenhin gelegt, die Arme hinterm Kopf verschränkt und deutscher Text, Susanne Pohlmann. Yay. Danke für die Übersetzung. Besonderen Dank an Michael Fristel. Okay, vielen Dank, Fristel. Oder Friesel. Friesel. Dämlicher Name, tut mir leid. Ist halt einfach so. Damit wäre auch dieses Projekt offiziell abgeschlossen und Spielverlauf.
Ort, Spiele. Achso, ja, hier sehen wir, wo wir wie oft gestorben sind. Wüstenpalast 0, Bergturm 0, Level 1, Schattenwelt, da bin ich einmal gestorben. Level 2, nö, allgemein bin ich nicht so oft gestorben. Drachenstatue, bin ich einmal gestorben. Wo war denn ein Drache? Keine Ahnung. Zelda-Verlies, ja gut. Ganons Turm, bin ich einmal gestorben insgesamt. Versuche insgesamt 3. Das heißt, ich bin dreimal insgesamt draufgegangen. Also endgültig draufgegangen, nicht mit Fee draufgegangen. Finde ich gut. Finde ich an sich eine akzeptable Leistung. Ende. Es fehlt das obligatorische Fragezeichen. Und wir wissen alle, dass es weitergeht. Oder eine Prequel. Das hier ist ja, glaube ich, der letzte Teil chronologisch gesehen. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher, ist aber auch egal. Ich würde sagen, mein Name ist Gorthalk, ich hoffe, ihr hattet Spaß, ich hatte es auf jeden Fall und wir sehen uns dann demnächst im nächsten Projekt wieder. Bis dahin und ciao, ciao.